liebe Frau Donner, vielen Dank für die ergreifenden Worte. Und wir wollen hier einer Tradition folgen. Jeder, der seinen Wunsch nach Frieden in die Welt schicken möchte, der hat auch heute die Möglichkeit, hier sich öffentlich zu erklären, beziehungsweise Lockte Sie bitten, Ihren Wunsch in die Welt zu senden. So bei spontanen Veranstaltungen ist, gibt es eine spontane Reaktion. Und es hat sich hier jemand bei uns gemeldet, der ein Gedicht verfasst hat. Und er möchte es hier gerne vortragen und ich denke, es ist in aller Interesse, wenn er es tut. Bitte schön. Guten Tag, liebe Friedensfreunde. An dieser Friedensglocke hier Worte zum Frieden zu sprechen, ist für uns alle bedeutsam, denke ich. Und als ich die Mitteilung aus der Presse erfuhr, dass einige es für nötig, für sich ein persönlich für nötig hielten, von dieser Friedenswoche das Kupferdach abzureißen, da fielen mir schließlich folgende Worte ein. Gedanken zur Friedensglocke. Verbrechertum, der an Hiroshima gedenkend dem Friedenswunsch geweihten Glocke die Kupferüberdachung zu entreißen. Bereicherung, brutal, verrucht, in hemmungsloser Sucht. Ach je, ist doch nur nachgeahmt den Bildregierenden, die das zivile Leben anderer Völker stoppen, dahin sie ihre Mörderheere schicken, bereichernd und in hemmungsloser Wucht. Verbrechertum. Jedoch, vielleicht ahmen Regierende nur diese Kupferdiebe nach. Ja, wie ihr hier seht, hier oben ist leider nur Teerpappe drauf. Das war wohl mal ein Kupferdach gestohlen von Kupferdieben und ja, es ist einfach unglaublich. Ja.